Die Rolle der Restauratoren ist, gerade herstellungstechnisch nochmal genau in das Objekt hineinzuschauen. Über die genaue Beobachtung des Objekts, wie ist es hergestellt worden, was für Materialien wurden verwendet, wie ist es verwendet worden. Also man kann auch über Benutzungsspuren eben eine Geschichte erzählen. Das heißt, das Ganze, die stilistische Auswertung der Wissenschaftler, die Materialanalyse in der RFA, das Röntgen über die Herstellungstechnik und eben auch die Spurensuche auf dem Objekt erzählt eine Geschichte. Kanne und Griffschale kamen zu uns ans Museum in den 1980er Jahren, indem sie vom Kunsthandel eingekauft wurden. Das heißt, wir kennen die Provenienz nicht, also woher kam das Objekt. Wir haben zum Beispiel Spuren von Hitzeeinwirkung auf diesem Objekt. Das heißt, man könnte eventuell die These aufstellen, dass es eben als Grabbeigabe mit ins Grab kam. Das heißt, es wäre dann eine Brandbestattung, wo Kanne und Griffschale daneben standen, um dann später dem Toten beigesetzt zu werden. Möglich wäre auch ein abgebranntes Heiligtum, wo Kanne und Griffschale tatsächlich etwas Hitze abbekommen haben. Das wäre so die Provenienzfrage, natürlich auch, woher kommt dieses Objekt ursprünglich, wo ist es hergestellt worden? Und da können wir sehr stark über die Stilgeschichte gehen, die eben auf Britannien hinweist. Aber wir können auch versuchen, über die Materialanalyse eben den Ort einzugrenzen. Kanne und Griffschale wurden als sogenanntes Handwaschgeschirr benutzt. Wir haben einmal die Kanne mit einer sehr schmalen Öffnung, die ein zielgenaues Gießen ermöglicht. Die wurde in der Regel von einem Diener oder einer Dienerin in der rechten Hand geführt. Und die Schale war zum Auffangen des Wassers gedacht, sodass der Herr oder die Herrin ihre Hände quasi über die Schale gehalten haben. Es wurde das Wasser darüber gegossen und sie haben sich die Hände gewaschen. Und danach wurde das Wasser oder die feuchten Hände mit einem Handtuch abgetrocknet. Dieses Handwaschgeschirr gehörten eigentlich zu jedem reichen römischen Haushalt dazu. Da man ja damals noch kein fließend Wasser hatte oder ganz normal ein Waschbecken mit dem Wasserhahn, was wir heutzutage haben. Und natürlich kommt man dem Gast entgegen, indem man ihm eben auch die Hände wäscht. Schau mal, Stefan, es geht hier um die Herstellungstechnik, wie das Ganze zusammengefügt wurde. Und auch hier an dem Bereich von dem Hals, das sieht ein bisschen aus wie gesteckt. Das wäre ganz interessant, wenn das Röntgenbild hergeben würde. Das sieht man im Röntgenbild, ob genietet worden ist, ob gelötet worden ist, ob Mischtechniken angewandt worden sind. Und man kann manchmal auch bei Guss, das hat ja dann immer so eine etwas porige Struktur im Röntgengerät, weil die Kristallite halt ein bisschen unterschiedlich sind und wachsen können. Und auch bei der Schale ist es so, dass man da, man sieht hier schon so Nieten. Das wäre ganz interessant, wie sind die da festgemacht und wie ist der Boden an die Schale angebracht? Das kriegen wir auch hin. Also das röntge ich dir und dann sprechen wir über den radiologischen Befund, würde ich einfach sagen. Am besten einmal von oben und einmal von der Seite. Die Rolle der Restauratoren ist es primär, dem Objekt so viel Geschichte wie möglich zu entlocken. Das heißt, wir versuchen, antike Oberflächen aufzudecken, um dort so viel Information wie möglich zu generieren, aber natürlich auch im Schulterschluss das Objekt zu erhalten und auch für den Besucher zugänglich zu machen. Ja, das sieht doch schon mal ziemlich interessant aus, oder? Interessant ist hier diese schaumig wie so Seifenschaum. Mhm. Da ist also irgendwas flüssig gewesen. Mhm. Es könnte eine Lötung sein, es könnte natürlich irgendwas Sekundäres sein, auch mit Blei, Zinnlot, beim Hübschmachen der Kanne. Ja. Da müsstet ihr einfach mal schauen, was es damit auf sich hat. Also ich nehme ja eher an, dass das gelötet wurde. Ja. Also du meinst jetzt ursprünglich. Antik gelötet und durch Hitzeeinwirkung dann auseinandergefallen ist. Okay. Und das kann natürlich sein, dass das Lot hier reingezogen ist durch die Hitzeeinwirkung. Ja, also Lot bewegt sich eigentlich immer in die Richtung, wo die Hitze ist.
Das Röntgen ist eine Standarduntersuchung, weil unser Haus auch die naturwissenschaftlichen Analysemethoden, also Materialanalytik, Röntgen, für seine Erkenntnisgewinnung der archäologischen Objekte und des archäologischen Befundes mit einbezieht. Dabei geht es natürlich darum, rauszukriegen, wie geschickt haben Leute was gemacht, was ist mit dem Objekt passiert. Der Hintergrund ist natürlich, dass man hinterher alle Informationen zusammenträgt, um ein Gesamtbild des Denkens der damaligen Menschen zu gewinnen. Es sind ja eigentlich wir, die in der Vergangenheit gehandelt haben, weil es waren auch Homo sapiens sapiens. Und uns geht es jetzt darum, warum haben sie was gemacht? Wieso haben sie das so gemacht und nicht anders? Wie geschickt haben sie Technologien beherrscht? Wie haben sie sich beholfen? Wie haben sie improvisiert? Einmal wäre es ganz interessant zu wissen, woraus besteht das Emaille, diese Emaille-Einlagen? Wie ist das hergestellt worden, das Emaille? Weil wir haben hier auch gerade so eine schöne rote Farbe. Kann man davon ausgehen, dass es auch rot war? Kann ich jetzt nicht sagen. Es kann rotes Emaille sein oder unten drunter ist es gelb. Also es sieht aus wie eine rote Schicht auf einem Gelb. Ah ja. Es kann eine Korrosionsschicht sein, es kann verwittert sein. Kann eine nachträgliche Restaurierung sein. Meinst du, das kriegen wir durch die Analyse raus? Können wir ganz sicher. Also ich kann das Rot und das getrennt, das Gelb kann ich schon getrennt messen. Das ist kein Problem. Meinst du, wir finden auch noch eine Stelle, wo wir das Material der Kanne direkt messen können, aus was es besteht? Das kriegen wir auch. Da ist da sogar neben dem Blau schon eine glänzende Stelle, wo das Schwarze, die schwarze Schicht schon abgetragen ist. Ja, doch, könnte reichen. Das ist eine Schau, 0,3 mm brauche ich. Ja, super. Ich bin für Messing, weil sie sehr gelb ist. Es hat schon so schön golden geglänzt, ne? An dieser Schale und der Kanne ist einmal sehr interessant die Restaurierungsgeschichte, weil es schon sich gezeigt hat, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie das Objekt zusammengesetzt war, nicht so sein kann, wie es ursprünglich war. Dann ist natürlich die nächste Frage, wenn das jetzt schon unterschiedlich zusammengesetzt war, ist das überhaupt die gleiche Metalllegierung? Hat das ursprünglich überhaupt zusammengehören können? Oder gab es da umfangreiche Ergänzungen aus dem Kunsthandel? Das ist bei der Analyse auch aufgefallen, dass das Schwarz nicht überall die gleiche Zusammensetzung hat. Dann geht man hin und guckt sich das unter dem Mikroskop wieder an. Dann eventuell so eine Geschichte rauszukriegen, was ist eigentlich mit diesem Objekt passiert? Kann ich das datieren? Ist es überhaupt römisch, wie es bis jetzt datiert ist? Unter Umständen kann ich das über die Materialzusammensetzung, typische Metalllegierung, und dann die ganze Geschichte von der Auffindung, Ergänzungen, Restaurierungen, Verschönerungen, was alles so dazukommt. Das ist mitunter sogar noch spannender für mich auch als die Archäologie. Das ist bei ganz gängigen Objekten mitunter ganz erstaunlich, was alles noch da zusammengefügt wurde und was den Objekten noch passiert ist im Laufe der Jahrzehnte. Jetzt haben wir gerade nochmal eine quantitative Auswertung gemacht. Hier siehst du die Gewichtsprozent. 87% Kupfer, ja. 11% Zink, das ist ein normales, gutes Messing. Super. Blei, Eisen, Nickel in Spuren, das ist wirklich so eine römische Standardlegierung. Ja, und die Römer haben Messing ja besonders gerne gemocht. Besonders auch für, auch für vermeintlich Goldmünzen. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass Kanne und Griffschale in Britannien gefertigt wurden und eben den Weg nach Nordfrankreich gefunden haben, dann wäre es denkbar, dass sie zum Beispiel durch das römische Militär dorthin gekommen sind. Es wäre aber auch denkbar, dass ein Händler sie nach Nordfrankreich vertrieben hat und dort verkauft wurde. Oder dass ein Provinzialrömer sie mitgenommen hat, so als Souvenir oder als Andenken an seine Zeit in Britannien.
Nachdem Kanne und Griffschale nach Nordfrankreich gekommen sind, wäre denkbar, dass sie dann nach dem Versterben des Besitzers mit in das Grab gelangt sind. Darauf weisen so ein bisschen die Hitzeeinwirkungen auf diese zwei Objekte, die auf eine Brandbestattung hinweisen könnten. Kanne und Griffschale wurden dann im Kunsthandel leider so überarbeitet, dass sie eben schön gemacht wurden. Diese zwei Objekte sind ja aus Messing gefertigt. Das ist eine Kupferlegierung, die korrodiert, sodass die Oberfläche wahrscheinlich nach der Auffindung nicht so sehr schön waren. Die Oberfläche wurde bearbeitet, teils mit Säure, teils überschliffen. Und um dem Ganzen wieder ein uneinheitliches Aussehen zu geben, wurde noch etwas mit dunkler Farbe nachgeholfen. Es ist so, dass jedes Objekt, egal wie einfach oder wie kompliziert es ist, ein Puzzleteil unserer Geschichte darstellt. Das heißt, wir versuchen, eine Lücke nach der nächsten zu schließen. Und Kanne und Griffschale ist natürlich ein Stück von vielen, die ein Puzzleteil ergeben können. Auch wenn es sich um ein einfaches Handwaschgeschirr handelt, ist es so, dass es einzig steht von seiner Art. Also wir haben aus dieser Gruppe des Handwaschgeschirres nichts Vergleichbares.